Meine Damen und Herren, willkommen bei diesem Interview. Ich heiße Arthur, das ist Gar von Wetzel Hölle, bist du? Ey, dein Ernst? Ist das eine Fanfrage, Mensch? Es kann nicht sein, dass du mich mal meinen Nachnamen kennst. Ich heiße Johann, Wolfgang von Goethe, du Spaß. Also mach mir hier mal nicht auf böse und krass. Der größte Dichter im Lande, ey yo, mich kennt die Nation. Schreib die krassesten Texte und bin ständig am Flown. Yo, das hätten wir geklärt, ich bin ein klasse Reimer. Also stell jetzt mal die nächste Frage, du Pappenheimer. Wir wollen dich nicht stressen, ganz ohne Mist. Wir haben ein paar Fragen, bevor du uns die Antworten gibst. Du bist in Frankfurt geboren, sag, wie war da dein Leben? Ging es euch gut? Konnten deine Eltern arbeiten gehen? Uns ging es gut, mein Opa war Justizbeamter. Dank ihm waren wir glücklich und viel bekannt. Wie lief es mit den Frauen? Fingst du viele Ehen an? Es wäre wieder nett, wenn du uns die Antwort geben kannst. Ich hatte mehr Frauen, als du an einem Finger zählen kannst. Doch ich wusste von Anfang an, die Ehen ging nie ein Leben lang. Ich bin kein Ehremann, denn ich hatte viele im Bett. Marianne, Friederike und Elisabeth. Ey, yo, Goethe, bist du doch mit diesem Chiller cool? Na klar, ich chill manchmal mit ihm im Swimmingpool. Friedrich ist und bleibt die Nummer eins hinter mir. Denn meine Gedichte bleiben weiter unerreicht im Revier. Prometheus und Faust sind meine bekanntesten Werke. Ich fing klein an und jetzt kennt jeder im Land meine Verse. Letzte Bitte an dich, zeig den Leuten, was du drauf hast. Na klar, die letzten Zeilen bringen euch den Laufpass. Yo. Wer ist dieser Schiller? Ich bin dieser Killer mit schicker Frisur. Was willst du denn nur? Weltweit bekannt, in der Freshest im Land. Sag mir, wer schreibt noch bessere Literatur? Schreibe die Texte das monatelang, während andere nur auf dem Sofa entspannt. Verbessert die Texte, verbessert den Flow, Bruder. Bald bin ich schneller als Aubameyang. Die Lines in der Tasche zerreiße die Masse. Beweis meine Klasse, bin die Nummer 1, ja. Alle von Haten und Meckern sind neidisch. Dicker, ich bleibe für sie unerreichbar. Na klar.